Herzlich willkommen zu Hand Showdown. Ja, ich will mich mal ein bisschen dran probieren, dieses PvP-bezogene Shooter-Horror-Spiel zu spielen. Ich habe mir mal ein bisschen Tipps mal angeguckt. Also ihr könnt mir immer gerne Tipps schreiben, wie gesagt, aber bitte nicht sagen, ey, du musst das Spiel genau so spielen, weil du bist scheiße und das, und wenn du das nicht so spielst, wie wir es sagen, dann bist du einfach die größte Lusche. Ja, ist es so. Tut mir auch immer leid, aber ich probiere Tipps wirklich anzunehmen. Ich werde es auch wahrscheinlich ein bisschen dann auch probieren umzusetzen, aber ich kann nicht alles immer. Es ist auch immer verdammt schwer, wenn man so seinen eigenen Spielstil hat und allem. Deswegen habt ein bisschen Erbarmen. Und ja, ich würde sagen, ich starte jetzt mit dem Tutorial. Du rufst jetzt das einfache Tutorial auf. Dieses Tutorial macht dich mit den verschiedenen Aspekten des Spiels vertraut. Steuerung, Missionsablauf, Ausrüstung und Kampf. Und bereitet dich darauf vor, dich den Schrecken zu stellen, die dich im Bayou erwarten. Diese Anleitungen finden in einer exklusiven Bereich statt, in dem du keinen anderen Jägern begegnest, aber einige PvP-Elemente lernen. Okay. Ich spiel's auf, komplett Ultra. Und jo. Deswegen warten wir einfach mal, was der PC macht und wie der Ladebildschirm denn sein wird. Dann sieht man. For you, the suffering of a savior and the coin of a betrayer. The pain is forever, but the money is worth it. You're a survivor, or at least got the makings of one. Get on up now. That injection knocked your teeth in real good, didn't it? There's a health kit by the gate. Use it. Ja, ist noch ein bisschen schmierig, ne? Oh, so ist schon besser. So, wenn der Mausrad runter, Mausrad hoch, Verbandstasche. Okay. Jo, dann ziehen wir die mal an. Du hast insgesamt 105 Gesundheit aufgeteilt und Gesundheitsblöcke von Wünsche, teilweise beschädigt Blöcke. Bist du vier Werkzeuge tragen? First lesson. Wading through water is noisy and slow. But sometimes it's the only way forward. Stay vigilant. Du merkst, wenn wir rein Gegenstände von denen. Okay. Doch so hart komplex, ne? Verfügbare Bossziele in einer Mission werden durch ein Symbol in der oberen Ecke des Bildschirms dargestellt. Die Anzahl Bossziele von Hinweis wird durch die farbige Markierung auf den jeweils Bossziel angezeigt. Halte rück. Okay. Ja, okay, aber das können wir wegmachen mit dem Halte rück. Hallo Entchen. Hallo meine lieben Enten. It's good to be quick. But running for too long will drain you. Stop sprinting at times to catch your breath. Boah, wir haben unsere Anzeige. Okay. Oh nein. You're gonna encounter traps like that from time to time. Patch up so you don't bleed out. Gut, die Blutung stoppen wieder mit der Verbandstasche, ne? I gave you that first aid kit for a reason. If it's used up, there's a health station right there. Now, if you want to make good money, you're gonna need to find a target. Remember that shot? It made you special, and it'll help you see beyond human limits. It gave you something called Dark Sight.
Feels like an itch behind the eyes. Focus on that feeling to enter the site and look for a blue glow. The light'll lead you to your first clue. Wahrscheinlich hier hoch, ne? Na, ich mach kurz das mal weg. Ah, okay. Ich will eine Waffe. Gib mir eine Waffe, Mann. Ah. Wo ist das? Each clue guides you towards your target. That map I left in your pocket will point you forwards. I even took the trouble of marking supply points and the like in the legend. Between the map and Darkseid, you'll be able to narrow down the location of your target with each clue. Good work. Looks like your target is west. Head on up the ladder and let's see how sneaky you can be. Okay, dann laufen wir diese Leiter hoch. Ich bin echt gespannt, was wie ich mit dem Spiel klarkomme. Got ourselves a bunch of animals. Oh. They're ready to holler if you spook them, and that risks you alerting an enemy nearby. Oh, okay. Try to reach the gate across the way without troubling any animals. Who knows? I might even reward you. Schön ruhig. Das habe ich auch gelesen, so in, als kleinen Tipp. Dass man am besten immer ruhig hier rumlaufen sollte, ne? Einfach nur, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Aber man sollte auch schnell sein. Also, das ist so. Boah, man braucht erstmal so dieses Feingefühl, ne? Ah, ich schaue es mir mal an. That's how it's done. Blunt and quick, or heavy and sharp. Whatever your taste, you'll find it here. I think you earned yourself some tools. Take a look around. You'll be glad you did. Good choice. Swinging that will tire you out. Goes without saying that when you're tired, you're slower. Take out the dummy and get a feel for it. Finish him off. They don't bite. That'll work now. But it won't always be that easy. We call these grunts. Boah, dein Ernst, they Mann. Bite back. You know how to hit and you know how to sneak. Use what I taught you. Ja, er ist gewonnen. Komm her. Alright, alright. Let's up the ante. Outside is what we call an armored. You'll find out why. Was ist das denn für ein Scheißhaufen? Tenacious. That's good. Except when it's not. Was ist das denn für ein Scheißhaufen gewesen? Be wise about how you approach a situation. Don't get scared. Now that we're working together, I can talk to you through Darkseid. Makes things a lot simpler for what's to come. Oh, now it's time nice. To give you something with firepower. There should be a revolver over there. Get it. We'll test your aim moment, now. Moment. And a word of warning. Don't waste my bullets. We only have so many crates.
Jo, perfekt, perfekt, perfekt. So. So können wir nämlich hier starten. Everything in life gets old. Not the sound of those heads. So, zack. Reload. And don't be surprised if it takes a little bit. Long as you got something in the chamber when you need it, you'll be allowed to reload later. You'll be a crack shot. Got some more weapons and grunts for you to play with over there. Let's see what you're made of. Not one to conserve ammo, are you? Skate, man. Just mind that when it's all real, you'll have to be more careful. Die Winchester, glaube ich, nehme ich. Whoa, whoa, whoa. No better sight than putting a grunt back in the dirt. Now let's do some long distance shooting. That's right. Send them back to their maker. You got the hang of killing. When you're ready, your second clue is up ahead. You can always stick around for more shooting practice and get a feel for the weapon. Das halt, wäre halt schon ganz cool, ne? Ich meine, ich komme immer da. Moment, ich will. Das Einzige, was ich noch machen will, ist Tastenbelegung. Ja, und das F anwenden. Weil ich interagiere immer eigentlich mit E, ne? Das ist, glaube ich, auch mal ganz geil, ne? Naja, aber ich glaube, ich nehme die Winchester mal mit. If you're paying attention, you'll see that clue there has turned red. Can only mean one thing. There's a hunter nearby. That ain't friendly. That clue is being watched. Take out the watcher first. Okay, wo ist der? Wo ist er? Bestimmt hier hinten irgendwo, ne? And if you listen carefully, that's the sound of a red clue. That hunter must be close. Keep wearing now. Weren't no hunter, but a damn totem. It was a false alarm. Next time, you won't be as lucky. Gut. Taking that clue without doing your due diligence would have been a big risk. If you open your map, you'll see you have a better picture of where the target is. Ah, wir haben es eingegrenzt, okay. Let's keep moving. It's time to learn a little bit about working together with one another. Meet Cletus. He'll be your partner for this exercise. Go ahead and say hello. Cletus! Come on, Cletus. Now, I still got line of sight, so if you help him up, I'll just knock him right back down. Make it safe for him first. I'll keep shooting leaders till the gators come home, or you block my line of sight. Ah, okay. Dann müssen wir das hier zumachen. Good. You're learning. Always try to make sure you're clear before reviving. Thank God, I don't have to replace old Cleet. Time to get a move on. Next part's simple.
Run through the fire fast and then put it out. You don't want to burn to death. Just like when you were bleeding, burning is a slow death you can avoid. But it'll take time. Just like walking on coals. Done that before, right? Keep a level head and put it out. It ain't too bad. Ah, müssen wir die stoppen, einfach mit Ed stoppen. Interessant. Thought I might lose you there. Would have been a damn shame. You're hurt now. Only banishing a target will fully restore your vitality. Alright. Time to start your own fires. I have some more presents for you in the next room. Danke. Explosives can turn the tables real fast when you've been dealt a bad hand. You can carry a few of them. Might even find others when you're out exploring. And in case it ain't obvious, you can only use them once. Those firebombs and dynamite sticks are for you. Pick them up. Let's see how good your throwing arm is. Now, it's just the same target practice with one exception. Burn the bastards up. You've got the hang of killing, that's for sure. Let's test what you've done so far. Let's set up something real nice for you just a minute. Ooh. There's a pack of grunts and the like. Clear them out any way you want. There's enough equipment around, so let your imagination run wild. Jo, wie kann ich die jetzt nochmal nehmen? Great work. By the looks of it, I'm going too easy on you. Alles klärchen, Pupärchen. Hear that rattling and squealing? Just for you, we got something special. He's been weakened, so all you gotta do is finish him off. Don't underestimate him, though. By the way, we call him the Butcher. Better watch out. That hook and fire of his will bite you real hard. Good luck, recruit. Looking forward to the show. Okay.
Bravo. I'm mighty impressed. Butcher had some fight left in him, but you beat him down real good. Let's start the banishment, and you can claim your bounty. He'll recover as soon as you start it. There's a boon to channeling fonts of otherworldly power. Careful now. That banishment sets off a storm in Darkseid. Any hunters nearby will come in lock, stock, and barrel to steal your bounty from you. The banishment takes a while. Stay alert and listen for anyone who may be approaching. Practice caution. When it's real, take traps with you to set for thieves. When you pick up that bounty, you'll get a short boost to your dark side that'll reveal any hunters trying to get what's yours. Watch for an orange glow. Pick up the bounty token and you'll see what I mean. And that's all there is. Remember, the sight only lasts a little while after picking up a token. Seems like the coast is clear. So let's finish this. Oh, I forgot to mention. Once you've got that bounty token on you, everyone in the area can track you down through the sight and the map. Hiding is futile. Looks like you missed these hunters in the sight. Now you got some stragglers between you and the exit. Take them out. There you have it, Hunter. You're officially ready to take on whatever awaits you out there. Oh, wir sind bereit, was? Now you got two options. You can extract and get your money, or you can keep on going ahead and take on some more advanced challenges. It's tougher, and I won't be there to help. But if you make it out, you'll be even more ready to cause hell in the bayou. And get a mighty fine reward to boot. Choice is yours. Beeindruckende Arbeit, Jäger. Du hast bewiesen, dass du das Zeug zum Jäger hast, aber im Bayou gibt es noch mehr zu erleben. Du kannst dein Training fürs Erste beenden und es vorrücken, wo du dein authentisches Kopfgeld in den Spinnen als Ziel erwarten. Diesmal musst du ohne Trainer zurechtkommen, aber es gibt viele Hinweise, die dir helfen werden. Features, PvE-Arena zum Üben, Kopfgeldjäger-Missionen, plünderbare Alternativen. Okay, weiter. Wir können jetzt hier rein oder dahin, ne? Ja, komm, wir gehen mal dahin. That coach will get you out of here. Just wait a spell and, under normal circumstances, try not to get ambushed. Good work out there, Hunter. You'll live to die another day. Komm, wir gehen mal voll ins Duell rein. Oh Mann. Hey. Ich will erstmal auch, wie gesagt, so ein bisschen mir mal alles angucken. Und nicht jetzt die ganze Zeit nur im Dingens verbringen. Na. Really, Alter.
Neuen Gegenstand, Wurfmesser halten. Noch irgendwas? Scheiße, naja. Super Sache. Gut gemacht, Jäger. Du hast einfach abgeschlossen und bist nun bereit, den Glück im Payout und Kopfgeld zu versuchen. Jäger mit Teamkollegen oder alleine. Finde und untersuche Hinweise, um Bossziele aufzuspielen. Töte und verbanne Bossziele, um Trophäen zu sammeln. So, Jäger. Können wir uns ein bisschen anpassen? Können wir uns nicht so ein bisschen anpassen? Das ist immer doof. Was ist das denn? Warum haben wir sie jetzt zum Beispiel? Freigeschaltet, wenn du den Lehrlingsmodus auf Rang 11 verlässt. Okay, ja, vielleicht kann ich sie ja dann noch umändern. Okay. Ja, komm, dann gehen wir mal. Ja, komm, dann gehen wir mal ins Tutorial noch mal rein. Dann schaue ich. Wie gesagt, ich bin noch total unerfahren. Ich habe gar keine Ahnung. Ich muss mir das auch alles so ein bisschen angucken. Ich wollte jetzt auf jeden Fall mal das Tutorial beginnen. Es war mir auch wichtig, dass ich damit starte. Jetzt machen wir halt noch das nächste Tutorial. Bereite Mission vor. Finde die Spinne. Wie gesagt, ich denke so, nutze Schatten. Ah, ne, da haben wir einen guten. Ja, es ist immer so ein bisschen fraglich. Scheiß Vögel, da müssen wir uns auf jeden Fall mal. Was ist das denn? Alter. So.
Öffnen wir hier mal die Tür und chillen mal ein bisschen hier raus. Draußen ist irgendjemand, ne? Hey, hier war doch gerade irgendwo was, ne? Hier irgendwie war doch hier gerade was. Hallo, ich will das haben. Da. Heiß. Komm, nachladen. Ich habe gar keine Ahnung, was. Zähl mal die hier mal weg. Wow. 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 Alter, was ein Fuckviech, ey. Wow. Wow. Ekelhaft. Wow. Alter. Wow. Bah, ekelhaft, Mann. Widerlich. Okay. Ich sehe schon, mit was wir es hier zu tun haben. So, wir müssen irgendwie da runter, ne? Oh.
fuck it. In die Verbrennung stoppen, los. Ja, wir stellen uns ja echt super an. Ist auch mal interessant. Ah! Boah, ich muss mir das merken mit diesem scheiß Nachgelade hier. Oh, nee. Okay, ich muss mir das merken mit diesem Kack Nachgeladen. Boah, was ist das denn? Okay. Ist nicht so cool. Müssen wir mal neuen Stuff holen. Hier war, glaube ich, irgendwas, ne? Ja, da. Ja, kann ich mir hier nichts mehr mitnehmen? Meine Gesundheitstasche? Okay, dann gehen wir nochmal da lang. Holen uns jetzt mal hier die Spinne los. Komm, du Kackspinne. Komm. Kurz warten. Boah, was ist das denn hier? Wir haben es aber fast, wir haben sie fast. Oh, warte mal da, hier haben wir doch was.
Wir haben sie fast. Wir haben sie fast. Ja, komm. Moment, wir holen uns noch mal kurz Muni. Jetzt holen wir uns diese Kackspinne, Mann. Dreckige Kackspinne, komm. Wir warten einfach hier. Schön die Tür zu, passt das. Ja. Ah, warum spiele ich immer sowas? Was zum Teufelsnamen passiert hier dann? Ich denke, dadurch, dass Tutorial ist, wird dann nichts passieren, ne? Also, ich denke nicht, also da kommen noch keine, ne? Gegner. Das dauert schon lang, ne? Na?
Ach, und was ich noch ganz jetzt, wo wir hier gerade warten und allem, was ich ganz vergessen habe. Wenn ihr mit mir spielen wollt, könnt ihr es gern machen. Anfrage stellen und allem drum und dran. Da können wir gern zusammen in einer Gruppe spielen. Da werden wir wahrscheinlich bestimmt schon so das ein oder andere Terminchen mal finden, wo wir auch zusammen dann hier mal eine Runde spielen können natürlich. Also ich bin für alles offen. Wenn ihr Bock habt, mit mir mal zu spielen, dann hey, können wir es gerne tun. Gehört uns. Erschrocken, Alter. Fuck, Alter, ich bin so erschrocken. Oh, ich muss so dieses Kack-Nachladen noch merken. Oh, deswegen Nahkampf immer, Mann. Puh. Oh. Scheiße. Fuck. Oh, warum mache ich das? Warum tue ich mir das an? Gut, puh. Wir haben es da schon mal irgendwie ein bisschen überlebt. Wir haben es ja irgendwie geschafft. Puh. Alter Verwalter. So, dann haben wir das. Den Schießstand haben wir ja auch, ne? Kopfgeldjagd spielen. Wie ist denn das jetzt, wenn wir jetzt hier auf unsere Jäger gehen? Übersicht. Lehrlingsmodus Rang, ne? Okay. Okay, dann gehen wir mal ab in die Lobby, ne? Okay. Okay. Gehen wir halt mal da rein. Einfach nur mal anschauen. Oder wisst ihr was? Nein. Oh. Fuck.
Scheiße. Mist. Fuck. Okay, wir schauen es uns an. Ich werde voll hart verkacken, aber gut. Oh Mann, Mann, Mann. Ja, wir rocken das jetzt voll, Mann. Wir gehen da voll rein. Ja. Komm, die sind so stark wie wir. Die können nix. So wie wir. Wir werden voll bam weggehittet. Okay, puh. Ja, geht's los? Ich kann nicht laufen. Warte auf andere Spieler. Ja, kommt. Mach dich bereit, jo. Die Jagd beginnt. So, dann gehen wir mal auf die Suche, ne? Wir müssen uns leise fortbewegen, ne? Ja, es ist ja alles weiter, ne? Na kommt, na kommt, na kommt. Ich glaube, man lernt so Spiele eh immer nur am besten, wenn wir irgendwie das immer spielen, ne? Da schießen welche. Ah, hier ist ein Hinweis.
Okay, wandern wir mal weiter. Ist das ein anderer Spieler? Ruhig. Also langsam verstehe ich das Prinzip vom Spiel. Wir kämpfen ja also gegeneinander und müssen Hinweise finden. Wir müssen in die Richtung. Jo, wir sind wieder im Bereich. Wir haben einen Hinweis gefunden, somit kriegen wir schon mal wahrscheinlich ein paar Punkte, ne? Ah, da hinten müssen wir hin. Da hat wieder jemand geschossen. Aber wir sehen nicht, wie viele Leute, ne? Irgendwie. Wie viele Leute auf dem Server sind, oder? Das sind wir nicht, ne? Okay, 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 okay. Ruhig, 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 ruhig. Da hinten. Da hinten müssen wir hin. Ah. Da schießt die ganze Zeit einer, ne? Uns egal, wir holen uns die nächsten Hinweise.
läuft doch einer, oder? Das heißt, wir müssen hier langsam hin noch, ne? 12 Stück oder so hatte ich mal gelesen, sind in der Map, ne? Noch ein paar Hinweise. Gut, gehen wir mal dahin. Auch noch ein Hinweis und hier, ne? Hier ist irgendwie noch einer. Die sind hier ganz in der Nähe, Mann. So, okay, wir wissen, wo er ist. Okay, wir wissen, wo er ist. Na komm. Ich habe noch keinen von unseren Feinden gesehen, ne? Ja, wir müssen in die Richtung. Oh, doch, da. Come on, ey. Schade. Mist. Aber es lief ja so, fürs Erste haben wir ja schon mal unseren, haben wir ja unseren Dingens geschafft, erstmal so unseren Soll. Ich weiß nicht, kriegen wir jetzt Punkte? Eigentlich ja schon. Oh, ein ganz normaler Arbeitstag. Wir haben irgendeine Herausforderung abgeschlossen. Aber ja, ich glaube, da könnte man gut reinkommen, wenn man so ein bisschen, ja, wenn man klarkommt und dann weiß, okay, was man machen muss.
Aber wir kriegen ja was, wie gesagt. Neuen Gegenstand, Wurfmesser. Sehr schön, Wurfmesser. Wir haben bis Rang 11. Dann würde ich jetzt hier sagen, hören wir jetzt aber auf. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.